Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind am Start, 16. Episode, die letzte ist nicht so hundertprozentig optimal gelaufen, denn wir sind nach einem ganz, ganz starken Spiel trotzdem aus der Champions League rausgeflogen gegen Real Madrid, konnten uns aber im Spiel danach gegen Hertha BSC eindrucksvoll durchsetzen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt die Folge auf jeden Fall aus. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf diese Episode einen Daumen nach oben da lasst. 600 Likes sind unser angepeiltes Ziel, ich weiß, wir können das schaffen. Einfach den kleinen grünen Daumen drücken, es ist keine große Aufgabe, aber für mich eine wirklich große Bedeutung. Wir haben heute interessante Spiele vor der Brust. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, ja, wie gesagt, der Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da ist ein Link zu IG Vault, 6% Republic Commerce, Gaming TV, eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Max Gaming TV ist der Code. Nutzt ihn. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Dazu mein Merchandise bei 3D Supply und natürlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter. Wir spielen heute gegen den FC Bayern München und gegen Schalke 04 das Revierderby und wir simulieren in der englischen Woche gegen den Hamburger SV und gegen Eintracht Frankfurt. Danach die Woche wird auch richtig interessant mit englischer Woche im Pokal gegen Gladbach und so gegen Gladbach und dazu noch gegen den ersten FC Köln und dann geht's schon in den letzten Monat mit Hoffenheim, Augsburg und Bremen und damit den letzten Spielen in diesem Karrieremodus in der aktuellen Saison. Wir sind dann quasi vielleicht doch noch vorm Saisonende, möglich zumindest, gleich auf mit der Realität. Ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Und ja, ich würde sagen, nachdem ich gerade kurz verlabert habe mit der Videobeschreibung, gehen wir jetzt einfach fehlerfrei zum ersten Spiel dieser Episode. Gucken uns aber vorher das Scouting-Update an, und zwar das aus Belgien, was mal wieder sehr, sehr schwach ist, abgesehen von Kollege Gielen, wenn ich das richtig sehe. Ja, den beobachten wir mal weiter. Van Norrenberge lassen wir außen vor und Lukas Lemmens beobachten wir auch. Der deutsche Scouting-Bericht war schlicht und ergreifend komplett zu vernachlässigen und dementsprechend gehen wir ins normale Training. Ich wollte das Training übrigens umstellen. Ja, aber ist okay, die Ergebnisse. Und vor dem Revierderby noch ein zweites Mal Training, diesmal mit den neuen Spielern Stark und Guerrero, die sich so mittelmäßig einfinden. Also Stark sehr stark, aber Guerrero sehr Guerrero. Ja, ich würde sagen, damit können wir einfach reingehen in das Spiel. Wir haben noch eine halbe Woche vor uns, aber da wird wohl nichts mehr passieren. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Derby. Vamonos. Holen wir uns 3 Punkte. Revierderby in Gelsenkirchen, der BVB zu Gast bei Schalke 04. Natürlich eine wichtige Partie im Pott, allerdings auch für die Tabellensituation, denn momentan sieht es so aus, als ob der BVB hoffnungslos davongezogen wäre vor jeglicher Konkurrenz in der Bundesliga. Und Schalke kann mit der bisherigen Saisonleistung noch nicht zufrieden sein. Die Knappen wollen eigentlich in die Champions League, aber bisher sieht das noch nicht so aus, als ob das tatsächlich klappen sollte. Heute soll zumindest gegen den BVB mal wieder ein Sieger, unter anderem mit Naldo in der Startelf, und der soll später zur tragischen Figur in dieser Partie werden. Harald Fimmler, der Schiedsrichter der Partie. Rote Haare, pfiff an und es ging los mit dem BVB mit absolutem Turbostart. Ball auf Raja Nainggolan. Erste Aktion der Partie. 1:0. Vierte Spielminute. Der Belgier trifft, wie er will, in der Bundesliga. Seit seinem 50-Millionen-Transfer von der AS Rom. Mittlerweile einer der wichtigsten Bestandteile des Teams des BVB. Und hier zeigt er seine unfassbare Qualität mit Schüssen außerhalb des 16ers. Klasse aber auch die Ablage von Ousmane Dembélé mit der Hacke und dann mit ganz viel Gefühl in den rechten oberen Winkel. Fährmann kann nichts machen und dementsprechend die frühe Führung für Dortmund. Die direkt versuchen nachzulegen. Das ist Pierre-Emerick Aubameyang. Der weite Ball nach außen. Da steht wieder Raja Nainggolan. Der führt den Gegner da so ein bisschen vor. Ball in den 16er. Da steht Rafael Guerrero abgeblockt. Da kommt Aubameyang an den Ball. Aubameyang und Fährmann mit der ersten guten Parade. Hält seine Farben zunächst mal noch im Spiel nach gerade mal 10 gespielten Minuten. Und es ging weiter mit dem BVB in der Offensive. Aubameyang, der wunderbare Ball auf Reus. Der ist frei durch. Fährmann kommt raus und es ist das 2:0, das ist wieder wunderschön. Der Lupfer von Marco Reus zur 2-Tore-Führung. Und natürlich freut er sich. Natürlich jubelt das ganze Team mit ihm zusammen. Denn im Revierderby so früh 2:0 zu führen, das ist ein sehr beruhigendes Pflaster. Klasse das Solo von Aubameyang. Klasse der Pass und der Lupfer mit dem schwachen linken Fuß über Fährmann hinweg, der nichts machen kann und zum zweiten Mal allein gelassen wird. Ganz, ganz stark. Dann Schalke auf der anderen Seite erstmals in Aktion in der Offensive. Guido Burgstaller, der einzig auffällige bei S04. Flanke auf Di Santo, der kommt nicht ran. Choupo-Moting, Choupo-Moting, die muss er machen, den macht er nicht rein. Timo Horn muss nicht mal eingreifen. Ball geht vorbei. Allerdings der anschließende Eckball, ganz, ganz schwach geklärt von Mario Götze in den Fuß von Guido Burgstaller. Er wird nicht richtig angegriffen von Götze, kann abziehen, 2:1. 32. Minute, Schalke plötzlich wieder dran, die Blau-Weißen wieder da und dementsprechend Dortmund ein bisschen resigniert nach dieser schönen 2-Tore-Führung und den dicken Chancen, das Ergebnis sogar höher aussehen zu lassen. Hier dieser Fehler von Mario Götze und dann ist niemand bei Burgstaller und Horn
kann nichts mehr gegen den Schuss des Österreichers machen. Auf der anderen Seite Dortmund aber direkt wieder mit der nächsten Gelegenheit die alte 2-Tore-Führung herzustellen. Aubameyang, aber Fährmann ist natürlich in der Situation da. Es geht weiter mit Marco Reus. Heute mal auf der rechten Seite öfter aktiv. Tauscht auf die Seiten mit Ousmane Dembélé, Julian Weigel. Den muss er machen. Frei vor Fährmann. Normalerweise natürlich nicht seine Aufgabe, aber das Ding muss sitzen. Christian Pulisic, zweiter Durchgang, schützenfest, beziehungsweise Tag der offenen Tür hinten bei Schalke 04, die in der Offensive nur ganz selten was zustande brachten. Choupo-Moting ist das hier auf der Außenbahn. Flanke in die Mitte gespielt und da steht Di Santo, allerdings direkt auf den Mann. Er trifft ja sehr, sehr selten, der Argentinier nach seinem Wechsel von Werder Bremen bei Schalke nie wirklich angekommen. Und mittlerweile, ja, war es ein bisschen ausgeglichener, das Spiel. Dortmund allerdings mit wichtigen und guten Aktionen. Aubameyang in den Rückraum, funktioniert nicht, funktioniert doch. Götze und Fährmann. Der BVB lässt Chancen im Minutentakt liegen, die normalerweise zu jeder Führung auf der Welt reichen sollten. Nächster Kopfball, Semedo, der klärt den Ball da eher. Muss nur gerade auslaufen, aber irgendwie schafft er es, diesen Ball an den Pfosten zu lenken. Weiterhin also 2:1. Nächste Ecke, erstmal geklärt, aber jetzt, wie gesagt, die tragische Figur Naldo. Ball zu Christian Pulisic. Pulisic kann irgendwie am Ball bleiben. Geht in den 16er. Pass in die Mitte. Und zwar zu Lukas Piszczek. Und da steht Naldo. Naldo, was macht der denn da? Der Schubser gegen Lukas Piszczek. Und als man denkt, Schalke kann vielleicht noch mit einem glücklichen Konter irgendwie den Ausgleich machen, stößt er den Polen hier weg. Und das ist natürlich ein Elfmeter. Auch wenn es verdeckt für den Schiedsrichter ist. Aubameyang mit der dicken Chance auf das 3:1 liegen gelassen. Der BVB mit unfassbar vielen Großchancen vergeben. Und auch dieser Elfmeter führt nicht zum Erfolg. Danach geklärt von Schalke. Allerdings weiter dicke Chance. Nächste Gelegenheit. Es sollte einfach nicht nochmal klappen. Ralf Fährmann, der beste Schalke auf dem Platz. Die letzte Minute, die letzte Chance der Partie. Der Ball kommt im 16er von Dortmund zu Leon Goretzka. Goretzka und Horn hält den Sieg fest für den BVB. Das war die letzte Aktion der Partie. Und tatsächlich bringt der BVB trotz der vielen vergebenen Großchancen die Führung irgendwie über die Zeit und gewinnt im Signal Iduna Park gegen Schalke 04 mit 2:1, bleibt Tabellenführer und hat richtig gute Chancen auf die deutsche Meisterschaft. Ja, ach man, Chancenverwertung schon. Aber immerhin haben wir diesmal gewonnen. Von daher, okay. Dembélé fällt aber leider 4 Wochen aus. Das heißt, das Derby hat doch so ein bisschen, naja, schlechte Nachwirkungen. Herzlich willkommen im Training Christian Pulisic anstelle von eben Dembélé. Und er fügt sich mit einem A ein, das ist doch ehrlich. So, der HSV ist unser nächster Gegner im Signal Iduna Park. Gegen Köln und gegen Frankfurt unentschieden, gegen Gladbach verloren. Spielen mit einer, ja, nicht unter sonderlich überraschenden Start, einfach gesehen von Ostrzolek, der da irgendwie auf der 6, finde ich, nichts verloren hat. Aber gut, solange wir gewinnen, ist mir das egal. Aber wir spielen so ein bisschen mit B11 aufgrund von Fitness, logischerweise, weil es ja englische Woche. Und bisher ist das hier eine relativ Mauerangelegenheit. Aber Tolisso macht einen Führungstreffer und wir gewinnen auch 1:0. So will ich das sehen. Wir müssen auch die knappen Dinger gewinnen und das tun wir momentan. Und jetzt gibt's den Kracher schlechthin, den deutschen Klassiko Bayern gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Das Ding ist, Bayern hat mittlerweile 8 Punkte Rückstand. Die sind sowas von eingebrochen, bis zum geht nicht mehr. Und bei uns läuft es richtig gut. Und das wird hoffentlich jetzt so weitergehen im Spiel gegen den FCB. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. In der Allianz Arena das Topspiel dieser Woche. Der FC Bayern empfängt den Tabellenführer aus Dortmund zum Krisengipfel für die Münchner. Vor einigen Wochen noch mit Abstand Erster in der Bundesliga, mittlerweile aber eindeutig abgerutscht auf den 2. Tabellenplatz und mit ganz, ganz viel Rückstand auf den BVB, der heute natürlich verkürzt werden muss, wenn man irgendwie noch die Chance auf die Meisterschaft wahren möchte und damit die 5. in Folge einsammeln würde. Der BVB natürlich aber auch höchst motiviert, genau diesen Lauf des Erzrivalen zu stoppen und dementsprechend heute wieder mit Top 11 gegen den FC Bayern München, der ja besonders mit Robert Lewandowski und Mats Hummels zwei richtige schmerzhafte Spieler in der Startelf hat, die beim BVB einiges geleistet haben, mittlerweile aber bei den Münchnern spielt. Es ging gut los für den BVB in Schwarz und Gelb von rechts nach links. Erste Chance durch Nainggolan, zweite Chance durch Marco Reus, da waren gerade mal 5 Minuten gespielt. Und Sven Ulreich im Kasten der Bayern wurde schon gut warm geschossen. Nächster Schuss von Guerreiro am Kasten vorbei. Der Portugiese ärgert sich hier, bekommt aber gleich seine nächste Gelegenheit. 18. Minute, wieder knapp vorbei. Schützenfest für den BVB, die allerdings genauso wie gegen Schalke viele Chancen liegen ließen. Pulisic, nächste Gelegenheit, muss er machen, macht er nicht. Reus bringt den Ball nochmal rein. Allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Dann die 28. Minute. Pulisic schießt, das Ganze abgewehrt. Aber es gibt einen Eckball. Den ersten der Partie verlängert an den 2. Pfosten. Irgendwie zu Semedo. Semedo die Latte rettet. Tolisso ist da. 1:0. 29. Minute. Und endlich ist Schwarz-Gelb in Führung. Komplett verdient zu diesem Zeitpunkt. Die Bayern in der Offensive überhaupt nicht am Start finden.
und der BVB unglaublich stark und präsent, allerdings mit zu wenig Chancenverwertung. Nächste Gelegenheit, Aubameyang, den muss er eigentlich auch machen. 38. Minute, Sven Ulreich wehrt das Ganze ab. Anschließende Ecke, der Kopfball von Tolisso. Mittlerweile bereits 10 Schüsse auf den Kasten des Rekordmeisters Deutschlands. Nächste Gelegenheit von Pulisic und es wurde nicht weniger. Kurz vor der Halbzeit Marco Reus mit der Flanke. Da steht Aubameyang im Kopfballduell mit Hummels und die Unterkante der Latte. Und dann Sven Ulreich retten die Bayern vor dem Debakel zur Halbzeit. Wird allerdings im zweiten Durchgang nicht besser, Aubameyang. Und dann steht es 2:0, 4 Minuten gespielt in Halbzeit 2. Und der BVB geht mit 2 Toren in Front. Ganz, ganz stark von Pulisic, dann klasse abgelegt von Weigel und durch die Hosenträger von Sven Ulreich das 2:0 für den BVB, der aber gar nicht genug bekam und weitermachte. Nächste Gelegenheit, Marco Reus, den muss er doch machen, der Pfosten rettet. Es hätte 4, 5, 6-0 stehen können. Dann der FC Bayern, das war die beste Gelegenheit bis zu diesem Zeitpunkt. Robert Lewandowski mit dem Versuch, den Timo Horn locker hält. Andere Seite, 75. Minute, Marco Reus rutscht ganz knapp an der Herein auf den Pulisic vorbei. Allerdings war das ja noch nicht alles. Nächste Gelegenheit, Aubameyang Doppelpack, 3:0, die endgültige Entscheidung in der Allianz Arena. 81. Minute, der FC Bayern findet in der Defensive überhaupt nicht statt, hat kein Mittel gegen die schnellen Spieler des BVB und lässt sich deklassieren. Und es sollte noch schlimmer werden, denn auch wenn Thiago hier nochmal versucht, eine Aufholjagd einzuleiten, direkt auf der anderen Seite Mohr mit dem unglaublichen Solo, mit dem Tempo-Dribbling, Ball kommt irgendwie nochmal heiß in den 16er und Ulreich ist es im Endeffekt, der den Ball ins Tor lenkt. Emre Mohr hat es natürlich erzwungen, wird gefeiert, aber Sven Ulreich mit dem Eigentor. Hier kann Martinez den Ball, Hummels ist es, den Ball nicht kontrollieren. Dann kommt Mohr nochmal ran und dann Ulreich und der Ball ist drin und noch ist nicht Feierabend. Nachspielzeit, Rajan Angolan, die Bayern kommen nicht hinterher. Der Belgier mit dem Schuss an den Pfosten, Pulisic ist da, 5:0. Die Bayern vorgeführt im eigenen Stadion, im eigenen Haus, deklassiert vom BVB, der seine Meisterschaftsansprüche zeigt, nach dem Ausscheiden der Champions League umso stärker in der Liga und vollkommen verdient, auch in der Höhe mit diesem Sieg. 23:3 Schüsse am Ende für den BVB. Jerome Boateng unterlegen, natürlich resigniert. Der BVB steht schon fast fest als Meister und bei Bayern München brennt absolut der Baum und das kurz vor Ende der Saison. Bayern deklassiert, Bayern deklassiert, wir haben gerade Bayern deklassiert. 23 Schüsse, 14 aufs Tor, 5:0. Deutscher Meister wird nur der BVB. Und das ist in meinen Augen sowas von safe, aber wir werden nicht mehr das letzte Spiel dieser Episode spielen gegen Eintracht Frankfurt, beziehungsweise simulieren, weil ich es gerne spielen möchte in der nächsten Episode, weil es ja ein Topspiel ist, weil Frankfurt ja relativ weit oben in der Tabelle steht. Ich glaube, Dritter sind sie oder Vierter. Gucken wir mal ganz kurz nach hier. Dritter sind sie momentan. Punktgleich mit der Hertha. Dementsprechend machen wir das nächste Episode und ich hoffe, ihr werdet wieder dabei sein. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung, unterstützt mich. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt und verpasst keine der Videos mehr. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.